Es war einmal eine arme Witwe und sie hatte einen Sohn, Jack, und eine Kuh, Bianca. Die Kuh gab jeden Morgen Milch und Mutter und Sohn verkauften sie auf dem Bazar und so lebten sie. Aber einmal gab Bianca keine Milch und sie hatten kein Essen. Mama beschloss, die Kuh zu verkaufen und mit dem Erlös ein Geschäft zu eröffnen. Jack nahm den Zügel in die Hand und führte die Kuh zum Markt. Kaum war er angekommen, traf er einen wunderbaren alten Mann. Er sagte, er würde gerne Jacks Kuh gegen Bohnen eintauschen. Und mit diesen Worten holte er eine Handvoll seltsamer Bohnen aus seiner Tasche. Der alte Mann sagte, diese Bohnen seien magisch. Sie müssen abends gepflanzt werden und am Morgen wachsen sie bis zum Himmel. Jack wurde sehr interessiert und stimmte zu. Der Junge kam früh nach Hause. Mutter war sehr wütend, dass er der Milchkuh in der ganzen Gegend eine Handvoll böser Bohnen gab. Aber Jack erinnerte sich an die Worte des alten Mannes und entschied, dass es nichts zu tun gab, und pflanzte die Bohnen in den Hof. Er ging traurig, traurig auf seinen Dachboden und schlief ein. Am Morgen wachte Jack auf und sah so etwas wie einen großen Baum im Hof. Und dies, wie sich herausstellte, sprossen seine Bohnen und der riesige Stiel wuchs weiter nach oben, bis er bis zum Himmel wuchs. Jack sprang auf den Stiel und stieg wie eine Leiter hoch. Er kletterte und kletterte und kletterte und kletterte, bis er endlich den Himmel erreichte. Dort sah er eine lange und breite Straße, die ihn zu einer riesigen Burg führte. Jack ging zu seinem Tor und klopfte an. Das Tor öffnete sich und eine große Frau stand auf der Schwelle. Der Junge stotterte vor Angst und bat um etwas zum Frühstück. Die Riesin ließ ihn herein, warnte ihn aber, die Aufmerksamkeit ihres Mannes nicht auf sich zu ziehen, weil er ein Kannibale ist. Sie brachte Jack in die Küche. Doch bevor er Zeit hatte, die Hälfte seines Frühstücks zu essen, zitterte plötzlich das ganze Haus vor den Schritten von jemandem. Der Junge war nicht überrascht und sprang sofort in den Ofen. Und in diesem Moment betrat der Kannibale den Raum. Nun, er war so groß wie ein Berg. Der Kannibale holte zwei Säcke Gold aus einer riesigen Truhe und setzte sich, um die Münzen zu zählen. Er zählte und zählte, begann schließlich zu nicken und zu schnarchen. Dann stieg Jack langsam aus dem Ofen, kroch am Kannibalen vorbei, schnappte sich eine Tüte Gold und eilte zum Bohnenstiel. Er warf den Sack hin und begann, den Stiel immer tiefer hinunterzugehen, bis er sich schließlich in seinem Haus befand. Jack erzählte seiner Mutter alles, was mit ihm passiert war und gab ihr eine Tüte Gold. Sie begannen von dem Geld zu leben, das in der Tasche war. Aber irgendwann war der Sack leer und Jack beschloss, sein Glück noch einmal oben auf der Bohnenstange zu versuchen. Eines schönen Morgens stand er früh auf und kletterte auf eine Bohnenstange. Die Frau des Menschenfressers stand an der Schwelle des riesigen Schlosses. Sie sagte, dass sie ihn nicht hereinlassen würde, weil ihr Mann das letzte Mal eine Tüte Gold verloren hatte. Trotzdem hatte sie Mitleid mit dem armen Jungen und ließ ihn ins Schloss. Plötzlich waren die Schritte eines Riesen zu hören und Jack versteckte sich wieder im Ofen. Der Kannibale trat ein und forderte seine Frau auf, die Henne mitzubringen, die die goldenen Eier legt. Die Riesin brachte es und der Oger befahl dem Huhn zu legen, und sie legte das goldene Ei. Der erfreute Riese begann zu nicken und zu schnarchen. Dann stieg Jack aus dem Ofen, schnappte sich das goldene Huhn und eilte zur Bohnenstange. Der Junge kehrte nach Hause zurück. Er zeigte seiner Mutter ein wundervolles Huhn und sie fingen an, goldene Eier zu verkaufen. Aber bald schien es Jack, dass dies nicht genug war. Und er beschloss erneut, sein Glück oben auf dem Bohnenstiel zu versuchen. Diesmal stieg der Junge durch das Fenster ins Schloss. Er sprang in einen Kupferkessel und versteckte sich. Der Kannibale und seine Frau betraten den Raum. Der Riese roch den Jungen und sie beeilten sich, ihn im Ofen zu suchen. Aber er war nicht da. Sie durchsuchten jeden Winkel, aber sie dachten nicht daran, in den Kupferkessel zu schauen. Der Oger wollte unbedingt suchen und befahl seiner Frau, eine goldene Harfe mitzubringen und auf den Tisch zu legen. Die Kannibale schnarchte zu ihren schönen Klängen. Dann stieg Jack leise aus dem Kessel, griff nach der goldenen Harfe und eilte zur Tür. Aber die Harfe spielte laut und weckte den Kannibalen.
Jack rannte kopfüber, sprang auf eine Bohnenstange und der Riese verfolgte ihn. Jack ging zu seinem Haus hinunter und rief seiner Mutter zu, sie solle die Axt tragen. Die Mutter rannte mit einer Axt in den Händen davon, der Junge packte die Axt und begann, die Bohnenstange zu hacken. Der Oger spürte, wie der Stiel heftig schwang und blieb stehen. Dann schlug Jack erneut mit einer Axt zu und schnitt die Bohnenstange. Es schwankte und brach zusammen, und der Oger fiel zu Boden und stürzte ab. Von diesem Tag an kannten Jack und seine Mutter die Armut nie wieder. Aber der Junge tat es sehr leid, dass sie wegen ihrer Gier fast mit ihrem Leben bezahlt hätten. Er versprach, dass er nie wieder stehlen und hart für das Wohl der Familie arbeiten würde. Auf einem kleinen Bauernhof in dichtem Klettendickicht fand die Entenmutter einen gemütlichen Ort, um ihr Nest zu bauen. Sie wartete darauf, dass die Küken schlüpften. An einem sonnigen Morgen knisterten die Eierschalen und winzige flauschige Entenküken wurden geboren. Es war nur noch ein Ei übrig, das größte, das nicht knacken wollte. Die Ente begann sich Sorgen zu machen, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Sie setzte sich wieder auf das Ei und beschloss, etwas länger zu warten. Die Entenmutter gab alle Hitze, die sie konnte. Sie dachte, dass dieses Küken das Schönste sein muss, da sie ihn so lange inkubiert hat. Bald schlüpfte ein Küken aus dem letzten Ei, aber es sah überhaupt nicht aus wie der Rest der Entenküken. Es war viel größer und seine Federn waren grau. Die Entenmutter war verärgert, einen so hässlichen Sohn zu sehen. Aber sie hoffte, dass er eines Tages wie seine Gefährten werden würde. Der Rest der Entenküken lachte ihn aus. Sie fanden ihn ekelhaft und wollten nicht mit ihm spielen. Am nächsten Morgen ging die Entenmutter mit ihren Kindern zum See. Zu ihrer Überraschung schwammen das hässliche Entlein ebenso wie andere. Die Ente brachte dann ihre Kleinen auf den Geflügelhof, um sie der Gesellschaft vorzustellen. Sie erzählte den Entenküken von den Verhaltensregeln gegenüber den Einheimischen. Die Ente präsentierte ihre Brut dem edelsten fetten Dreck, aber er griff das hässliche Entlein an und sie war gezwungen, ihr gescheitertes Küken zu beschützen. Verdreck befahl, den Freak aus dem Hof zu vertreiben. Mutter versicherte, dass er erwachsen werden und wie andere Entenküken werden würde. Das hässliche Entlein konnte dem Mobbing und der Demütigung nicht standhalten und verließ den Geflügelhof. Auf der Suche nach einem sichereren Ort stieß er auf einen wunderschönen See, an dem sich niemand befand. Und das Entlein beschloss, hier zu bleiben, um zu leben. Zeit ist vergangen. Trotz seiner Einsamkeit war das hässliche Entlein froh, dass ihn niemand beleidigte. Und dann flog eines Tages ein wunderschöner weißer Vogel mit einem langen Hals zu seinem See. Das hässliche Entlein wusste nicht, was für ein Vogel es war, aber er sah es mit Bewunderung an. Er liebte sie von ganzem Herzen. Wie gerne würde ein Entlein wie dieser schöne weiße Vogel sein. Der Winter kam und es fing an zu schneien. Das hässliche Entlein sah zum ersten Mal weißen Schnee. Er war begeistert von diesem Anblick. Aufgrund der Tatsache, dass der Winter sehr schneereich war, war es für das Entlein sehr schwierig, Nahrung zu finden. Er musste auf der Suche nach Nahrung durch die Nachbarschaft laufen. Er war kalt und müde. Also kam das hässliche Entlein zum Bauernhaus. Als der Bauer ein dünnes und unglückliches Küken sah, hatte er Mitleid mit ihm. Der Bauer beschloss, das Entlein bei sich zu behalten, bis er gemästet und gereift war. Der Frühling ist gekommen. Der Besitzer hat sich gut um das Küken gekümmert und ist viel aufgewachsen. Das Entlein brauchte schon viel Platz und der Bauer beschloss, ihn in den See zu entlassen. Das hässliche Entlein stand am Ufer des Sees und betrachtete sein Spiegelbild im Wasser. Und er traute seinen Augen nicht, er konnte sich selbst nicht erkennen und dachte, dass jemand anderes hinter ihm war. Und dann erkannte das Entlein, dass der wundervolle Vogel im Spiegelbild er selbst ist. Zum Feiern schlug er und schwamm über den ganzen See, von Rand zu Rand. Und plötzlich sah er denselben schönen weißen Vogel mit einem langen Hals, den er schon einmal gesehen hatte. Das hässliche Entlein beschloss, näher zu ihr zu schwimmen. Aber der schöne Vogel hatte keine Angst, sondern im Gegenteil, sie lächelte und zwinkerte, und zusammen schwammen sie über den See. Das hässliche Entlein konnte sein Glück nicht fassen. Ein fetter Dreck am Ufer des Sees sagte, er habe noch nie in seinem Leben einen so schönen jungen Schwan gesehen. Was war seine Überraschung, als er herausfand, dass das hässliche Entlein, das er einst aus dem Geflügelhof fuhr,
ein wunderschöner Schwan war. Es stellt sich heraus, dass das hässliche Entlein von Anfang an ein Schwan war, ein Ei fiel versehentlich in ein Entennest. Und als der schöne junge Schwan nach Hause zurückkehrte, schämten sich alle auf dem Geflügelhof sehr, dass sie ihn einmal wegen seines Aussehens beleidigt hatten.